Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Vorstellungsvideo, in dem ich dir zeigen möchte, was ich alles Tolles auf meinem kleinen Webshop neben handverlesenen Rollenspielprodukten anbiete. Den Webshop findest du unter www.dance-abenteuerwelt.de, aber es gibt da noch viel mehr. Und heute sprechen wir mal über die Begegnungstabellen. Die sind sehr, sehr gut angekommen und es macht mir sehr viel Spaß, die zu entwerfen. Und heute sprechen wir nochmal detaillierter auf eine Art von Begegnungstabellen, denn ich biete im Moment zwei an. Das eine sind Fantasy und jetzt auch für Gaslicht-Rollenspiele, für Cthulhu, für Midgard 1880 oder Private Eye zu nutzen, also für alles in dieser Ära. Und die sind auch cool, haben einen ganz anderen Charme und ich möchte euch heute mitnehmen in das viktorianische London um 1900. Ganz grob zur Einordnung, was ist das Besondere an meinen Tabellen, wie funktionieren die? Also, sie sollen erstmal die Story, die ihr spielt, ergänzen. Das bedeutet, der Spielleiter spielt ein Abenteuer, ein Detektivfall, ein Cthulhu-Fall oder was auch immer und sie sollen noch ein bisschen mehr Lokalkolorit und Fleisch an den Knochen des Abenteuers bringen, gerade wenn auch mal irgendwie das Abenteuer nur recht dünn ausgearbeitet ist. Ganz wichtig ist, Kampfbegegnungen, Konfliktbegegnungen spielen für mich im Fantasy oder auch hier in diesem Gaslicht-Setting weniger die Rolle, weil das ist für jeden Spielleiter super trivial zu machen. Einfach nochmal einen Kampf einschieben mit irgendwelchen Straßenschlägern oder räudige Hunde, die um die Ecke laufen. Dafür braucht man keine Begegnungstabellen. Und ich kenne viele Begegnungstabellen, die einfach nur aus solchen komischen Kampfbegegnungen bestehen. Sowas kommt bei mir sehr selten vor. Und wenn es eine Kampfbegegnung gibt, dann gibt es aber auch immer noch eine Drumherum-Story. Ganz wichtig ist, meine Tabellen sollen das Rollenspiel fördern. Das heißt, da tauchen NSCs auf mit Problemen, die von der Gruppe gelöst werden sollen. Und da ist es immer sehr frei, was die Gruppe machen kann. Ich biete dem Spielleiter auch noch Handreichungen mit einer SL-Info, was man so machen könnte, falls er so keine Idee hat. Und ich habe mir nochmal beim Erstellen schon Ideen gemacht oder Gedanken gemacht und unterstütze das dann dadurch durch SL-Infos. Wichtig ist, dass auch noch, oder ein wichtiger Teil von meinen 1W10 Begegnungen ist immer, dass auch mehrere Begegnungen miteinander verknüpft sind. Also die sind schon so angelegt, dass man sie einzeln spielen kann, aber auch verknüpfen kann. Und so entstehen aus diesen kleinen Schauplätzen und Begegnungen teilweise auch ganze Storylines, die, oder ganze Abenteuer, die man daraus erarbeiten kann. Also das ist nicht nur eine einfache Begegnung, sondern das sind auch größer ausgearbeitete Szenarios. Und ja, es gibt kleinere und es gibt größere Begegnungen und ich versuche immer eine gewisse Herausforderung da mit einzubauen. So, kommen wir jetzt aber mal zu den zwei Tabellen, die bis jetzt veröffentlicht sind, zum viktorianischen London, also diese Gaslicht-Ära, ja, in den 1900. Und da habe ich als erstes eine Tabelle veröffentlicht, Straßenkinder, denn wie wir es aus Sherlock Holmes Büchern oder Hörspielen kennen, sind Straßenkinder eigentlich stehen immer zur Verfügung, wenn man Informationen braucht. Jemanden, der etwas überwacht, jemand, der beschattet oder die einfach was gesehen haben können, weil sie einfach den ganzen Tag auf der Straße umherlaufen. Und jetzt ist es bei mir so aufgebaut, ich habe jetzt 10 Straßenkinder kreiert. Jeder von diesen Straßenkindern hat ein Problem, das die Gruppe lösen sollte, um an die Informationen zu gelangen. Die kann der Spielleiter einfach so reinwerfen, wenn er sagt, okay, im Abenteuer steht, ja, wenn die Spieler sich in der Nachbarschaft herumfragen, das kann man dann einfach ersetzen dadurch, dass es dann halt so ein Straßenkind ist, was einen kleinen Auftrag von den Spielern verlangt. Jedes dieser Straßenkinder hat natürlich einen gewissen Charakter, also natürlich eine Optik und einen gewissen Charakter, wie es sich verhält, ganz kurz beschrieben, damit man das super einsetzen kann.
Und es gibt immer so einen Rollenspielauftrag, so nenne ich das. Also, was müssen denn die Spieler ungefähr tun, um die Informationen oder an die Dienstleistung zu gelangen? Und in dem Zug hat sich dann die Geschichte entwickelt zwischen diesen, sagen wir mal, Kindergangs, ja, Straßengangs, den 46 Boys und den Bowery Baskets, die in diesen Begegnungen immer wieder auftauchen. Teilweise tauchen auch Anführer dieser Begegnungen auf, teilweise Anführer dieser Gangs auf, und die kann man auch so verknüpfen. Und vor allem ganz wichtig ist, die sollen das Abenteuer nicht belasten, sondern bereichern, denn es kann passieren, dass, wenn man verschiedene Begegnungen macht, dass dann auch ein Straßenkrieg zwischen diesen Jugendgangs auftaucht. Und ob die Spieler das jetzt lösen oder ob der Spielleiter das nur rollenspielerisch mit reinbringt oder erzählerisch mit reinbringt, dass da sich da zwei Jugend- oder Kinder prügeln oder vielleicht sogar abstechen oder was auch immer, das kann man dann alles immer in der Schwierigkeit hoch skalieren. Das kann der Spielleiter dann immer noch so erzählerisch einbauen, und dadurch haben die Spieler dann die Idee, okay, das, was wir getan haben, hat wirklich einen Einfluss, und wir können das aber auch wieder versuchen zu kitten, und dann werden vielleicht die Detektive versuchen, auch diesen kleinen Straßenkrieg oder diesen Konflikt einfach dann zu lösen. Ja, dann heute erschienen zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt aktuell, das sind 1W10 Begegnungen, Geschäfte und Handwerker im viktorianischen London. Da ist die Idee dahinter, dass zum Beispiel, mir ist aufgefallen jetzt hier im Private Eye Regelbuch, dass so kleine Geschäfte eher weniger beschrieben sind. Also wenn so ein, also in dem Grundregelwerk. Wenn man die Abenteuer sich anguckt, da sind natürlich dann auch Geschäfte, wenn es da Informationen gibt, ausgearbeitet. Aber im Grundregelwerk gab es das jetzt noch nicht. Und dann dachte ich so, ja, das Leben das findet ja statt in diesen kleinen Geschäften. Und da deswegen, oder auch bei den Handwerkern, da kommen Leute verschiedenster Schichten rein. Es gibt aber auch Läden, wo nur höher gestellte Leute reinkommen. Zum Beispiel, als Beispiel jetzt, etwas Banales wie ein Geschäft, in dem man Regenschirme oder Sonnenschirme kaufen kann, die in dieser viktorianischen Ära sehr beliebt waren. Wer kauft solche mit Spitzen besetzten Schirme? Das sind Frauen in der Hauptsache, die einerseits reich sind, also können da viele Adlige rumlaufen oder reiche Frauen, aber auch Frauen, die trendy sein wollen, wie irgendwelche Emporkömmlinge oder vielleicht Hausmädchen, die gut in einem guten Haus vielleicht ganz gut verdienen, ja, wo der Hausherr der Meinung ist, okay, wenn ihr bei mir arbeitet, dann sollt ihr auch gut aussehen, also ihr sollt auch solche Schirme und sowas haben, weil es einfach im Trend ist. Und das heißt, man kann dort in diesem Geschäft einerseits auf Adlige treffen, es wird viel gesprochen miteinander, der Spielleiter kann da Informationen hinterlegen, man kann mit Dienstmädchen in Kontakt kommen, die auch immer viel in diesen herrschaftlichen Häusern unter Umständen wissen. Und so habe ich 10 verschiedene Geschäfte aufgebaut. Da ist von der Apotheke über einen Schmied, einen Uhrmacher, so einen Mechaniker, so mit so technischen Trickmaschinen. Das englische Wort ist Gadgets, aber Trickmaschinen finde ich schöner. Baut. Also da ist alles dabei. Da ist auch ein Präparator dabei oder auch so ein okkulter Laden mit so Drachenknochen, die da verkauft werden. Also da ist alles dabei. Und wichtig ist, jeder Laden hat einmal eine Beschreibung, wie er aussieht, dann einen Besitzer, wie der aussieht, die Dienstleistungen, die angeboten werden. Also was wird denn hier angeboten überhaupt? Und jetzt ist ganz wichtig, diese Leute in diesen Geschäften sind alle Spezialisten für irgendwas. Und wenn wir in diesem viktorianischen London des 19. Jahrhunderts spielen, kann es ja sein, dass Dinge einfach noch nicht so professionell sind im Scotland Yard. Das ist nicht so, dass da jetzt eine riesige Gerichtsmedizin ist oder eine riesige forensische, weiß ich nicht, oder dass es da Leute gibt für Handschriften, ja, oder dass es Leute gibt, die dann, es gibt kein Labor oder sowas in dem Sinn. Und was macht man dann als Detektiv? Man geht vielleicht zu einem Apotheker oder man geht
wenn es um Handschriften geht. Ich habe ein Geschäft, da kann man Schreibfedern, also auch antike Schreibfedern und Tinte, hochwertige Tinte und so Sachen kaufen. Oder auch für Füllfederhalter und sowas, ja, je nachdem, was es. Also die bieten halt natürlich auch alte Sachen an, antiquarisch und Neues und so. Und die Frau ist halt eine Expertin auch für Tinte. Und wir kennen es, ja, ein Brief wird geschrieben irgendwie und dann herauszufinden im Sherlock Holmes, ja, was ist das denn für eine Tinte? Ja, da braucht man vielleicht diese Fachleute. Ja, oder wie ist jemand getötet worden? Ja, der Arzt sagt, ja, das könnte das und das sein, aber der Apotheker weiß es vielleicht genau, weil er vielleicht das Quecksilber oder so verkauft hat. Also das sind Informationen, die Sie auch in diesen Geschäften bekommen können. Auch diese Dienstleistungen können Sie da bekommen. Die Informationen habe ich eben schon genannt, also dass verschiedenste Kundenschichten in verschiedenen Läden unterwegs sind. Zum Beispiel, wie soll man denn Zugang zu okkulten Kreisen bekommen, vor allem auch undercover, wenn man nicht in diesen Kreisen drin ist. Also geht man vielleicht in so einen okkulten Laden und findet dadurch dann einen Zugang zu irgendwelchen Leuten, die der Meinung sind, sie könnten zaubern. Auch wichtig ist, dass diese Geschäfte natürlich auch mit ganz vielen Zulieferern Verbindung haben. Das bedeutet, vielleicht zwielichtige Leute aus der Halbwelt verkaufen da irgendwelche Dinge. Oder man bekommt Informationen von außerhalb von England. Ich habe zum Beispiel auch ein Teegeschäft mit drin. Und diese Frau, die hat halt auch vielleicht auch Kontakte mit Kolonialwaren vom Hafen oder so. Händler, die in der ganzen Welt umherreisen und dann diese Sachen anbieten. Also da kann man sehr, sehr viele schöne Wissens- und Informationsnetzwerke knüpfen. Ja, ganz zum Schluss gibt es immer noch Konflikte. Also jeder Laden hat mit einem anderen Laden aus dieser Liste einen Konflikt. Und man kann als Spielleiter diesen Konflikt nutzen und sagen, okay, ich helfe dir bei der Beschaffung der Informationen, aber dafür musst du diesen Konflikt lösen. Das sind verschiedenste Sachen, die es da zu lösen gibt. Schaut einfach mal rein. Ganz zum Schluss ist noch ein Charakter, den habe ich erfunden, ein Journalist, den Tom. Das ist so ein End-30er mit langen Haaren, vielleicht auch ein bisschen schmierig, der aber ein Top-Journalist ist und sagen wir mal so, der schafft es noch aus dem tiefsten Dreck noch eine Story herauszuziehen. Der taucht auch in zwei Konflikten auf, wo er kritisch über Läden berichtet. Der ist ganz kurz nochmal am Ende beschrieben, auch mit einem Bild. Den kann man auch als ständigen auftauchenden Journalisten benutzen in seinen Abenteuern, der vielleicht auch mal eine Information an die Spielfiguren heranträgt, so als Handreichung für den Spielleiter, wenn die Figuren vielleicht nicht draufkommen. Und wenn dann eine eingeführte Figur diesen Tipp gibt, die Spieler auch schon kennen, das ist dann immer besser, als wenn man dann irgend so eine Figur aus der Luft ziehen muss. Ja, ich lade euch ein, schaut euch diese Tabellen an, benutzt sie bei eurem Spiel. Wenn ihr sie benutzt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt, wie ihr das gemacht habt, wie ihr die genutzt habt und ob es funktioniert hat, ob es euch gefallen hat. Und ganz wichtig ist, alle Patreons und Unterstützer des Kanals, also YouTube-Unterstützer, bekommen diese PDFs, also diese 1W10-Tabellen als PDFs. Und zwar einmal im Monat kommt da eine neue zum Download und ihr unterstützt meinen Kanal und bekommt dann diese PDFs, die ihr euch dann auch ausdrucken könnt. Das ist alles für euch dann schön, ein bisschen schön gestaltet und ich habe jetzt schon insgesamt sind drei Stück fertig. Die Königsstraße ist dato dieser Aufnahme schon erschienen. Die Königsstraße ist eine Fantasy-Tabelle. Das war meine erste und seitdem hat sich auch noch viel getan. Also die Tabellen sind teilweise auch länger geworden, aber teilweise auch schon von Anfang an mit dem Gedanken gesponnen, dass sie auch miteinander verknüpfbar sein sollen und so weiter. Also da kommen noch einige. Zwei sind wie gesagt schon fertig. Eine werde ich jetzt auch die nächsten Tage veröffentlichen. Und ist ein Dankeschön für alle Unterstützer auf YouTube und auch Patreons. Wenn ihr auf YouTube eine Unterstützung macht, dann schreibt mich an. Meine E-Mail-Adresse findet ihr im YouTube-Profil oder in meinem Webshop natürlich über das Impressum oder sonstige Dinge. Da schreibt ihr mich an, sagt, hallo hier, ich bin Unterstützer, das ist mein Name auf YouTube und das ist meine E-Mail-Adresse und ich schicke euch dann diese Tabelle
zu. Ja, weil die Patreons, die, wenn sie mich unterstützen und Patreons sind, dann haben sie halt da spezielle Nachrichten, die nur für Patreons sind. Obwohl, ich glaube, das gibt es bei YouTube auch. Muss ich mal nachschauen, ob man da Nachrichten nur gezielt für Unterstützer des Kanals setzen kann. Dann kann ich das bei euch für euch auch so machen. Also schaut auch immer mal im Community-Tab rein, ob da was für euch ist. Ja, das war meine kurze Vorstellung von den 1W10-Tabellen und ja, nutzt die Dinger, spielt damit und gebt mir Feedback. Das ist wunderbar und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, und ciao.